Was ist für ein komischer Baum, der da am Zappeln ist? Ich, Achso, hier ist der Kircheneingang. Von wo kamen wir denn? Kamen wir von da oben oder kamen wir von... Ich bin total orientierungslos. Meine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe ist ja sowieso anerkannt. Ich habe keinen Plan, wo wir lang müssen. Und vor allem, wie wir den letzten Landmark finden. Das kann echt heiter werden. Alter, mich juckt's gerade sowas von extrem am Bein. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich das so mache. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, wo wir hin müssten jetzt. Und hoffe natürlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sieht alles so gleich aus. Das ist das große Problem hier. Ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie hier so einen Typ zu begegnen. Wo geht's denn hier hin? Okay, nirgendwo. Hm. Wie stürmisch das auch teilweise ist hier. Hallo? Natürlich, er kann über einen kleinen Stein nicht drüber klettern. Na klar. Ich gehe mal hier lang. Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir... Sind wir von oben gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Oder gehe ich hier lang? Ich bin mir gar nicht mehr so... Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir das Ganze hier überhaupt überleben. Und ob wir auch mal wieder dorthin zurückkommen, wo wir damals angefangen sind. Ob das alles nur eine Einbildung ist, dass wir wirklich hier sind, oder... Das weiß man ja gar nicht, weil man ist ja auf einmal urplötzlich hier aufgewacht auf diesem Berg. Man war ja vorher an so einer... An so einer Zugstation, an so einem Bahnhof. Und dann urplötzlich war man hier. Aha. Alter, hier gibt es so viele Wege. Und hier läuft man anscheinend im Kreis, ne? Ja, das ist super. Was? Was war das gerade für ein Geräusch? Ich gehe mal hier lang. Sieht ein bisschen sicher aus. So. Ich höre einen Zettel. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist denn hier ein... Da ist der Zettel. Jawohl. Yeah. Geil. Die menschliche Psyche. Dr. Wachowski über wahnhafte Störung. Ich bin letztes Jahr während meiner Tätigkeit im Moskauer Krankenhaus auf einen sehr interessanten Fall gestoßen. Es handelt sich um einen Patienten, der eine Frau angegriffen hat. Er bestand darauf, dass ihm sein Freund dem Angriff befohlen hatte. Er behauptete außerdem, dass er Mitarbeiter in einer staatlichen Behörde gewesen sei, die mit den Untersuchungen ungeklärter Phänomene befasst war. Es klingt absurd. Doch die trügerische Vorstellung dieses Mannes war so ausgeprägt, dass er die Vorfälle aus diesem Leben, das er nie gelebt hatte, bis ins kleinste Detail schilderte. Wir analysierten die Sache und suchen nach Beweisen für seine Aussagen. Doch wie zu erwarten, fand sich in der Realität keine Bestätigung dafür. An dieser Stelle muss ich festhalten, dass der Patient an einer wahnhaften Störung leidet. Unter anderem zeigt er Anzeichen von Beeinflussungswahn, Besessenheitszuständen und Verfolgungsangst. Neulich habe ich erfahren, dass er seiner eigenen Zeit davor überzeugt ist, sein Körper würde sich zersetzen. Er hat also das Kotrat-Syndrom entwickelt,
Die Wahnvorstellungen gründen auf abnormalen mentalen Vorgängen, bei der sich der Patient in einer fiktiven Realität mit ausgedachter Ereignissen und Menschen begibt. Betroffene Patienten sind durch keine Beweise davon abzubringen, dass ihre Vorstellungen nur eingebildet sind. Sie versuchen sogar selbst Beweise zur Bestätigung ihrer eigenen Version der Darstellung zu finden. Das war auch bei diesem Patient der Fall. Er sprach von Dokumenten, die er angeblich mit einem Auge gesehen hat, mit eigenen Augen gesehen hatte. Naturgemäß bestätigen sich die Aussagen nicht. Wir stellten fest, dass die Krankheit unseres Patienten von einem tragischen Unglück im Ural herrührt, bei dem 9 Skiwanderer in erster Linie Studenten getötet wurden. Leider wissen wir immer noch nicht, welche Verbindung zwischen dem Patienten und diesem Vorfall besteht. Es ist jedoch möglich, dass allein die Information über das Ereignis ein schweres Trauma ausgelöst hat. Ich glaube, wir sind dieser Patient. Ich glaube, wir sind dieser Patient und wir sind wirklich niemals hier gewesen. So wie sich das anhört. Oh mein Gott. Das heißt, wir leben hier, durchleben hier wirklich nur einen Traum, wenn ich das richtig verstehe. Entschuldigung. Das wäre natürlich bitter. Das wäre sehr bitter. Dann haben wir quasi jemanden angegriffen. Wo muss ich denn jetzt langlaufen? Ist das hier, glaube ich... Laufe ich jetzt hier richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal... Ich bin mir da gar nicht so sicher. Laufe ich hier... Ich habe Angst, dass dieses Vieh schon wieder gleich kommt. Ich gehe mal hier lang. Hier waren wir aber vorhin nicht, ne, oder? Oder irre ich mich da? Oder war das hier die Schlucht? Nee, das war die Schlucht. Wir sind doch durch so eine enge Schlucht gelaufen. Nee, hier war... Da ist die Brücke. Doch, hier oben haben wir gestanden. Da ist die Brücke. Das heißt, wir müssen irgendwie da hinkommen. Das sind so komische Geräusche. Irgendwie versuchen, hier irgendwie hinter diesem Berg zu kommen. Oder war das... Ah, hier war das, ne? Oder? Dass das eine gute Idee ist, da wieder zurückzugehen? Weil wenn uns hier was verfolgt hat, ist es doch keine gute Idee, hier wieder zurückzulaufen, oder? Ich bin total unsicher und auch total unschlüssig. Ja. So. Toll. Das, motiviert mich umso mehr, hier lang zu laufen. Und hier war auch der Nebel gewesen, glaube ich. Hier fing das an mit dem Nebel, ne? An der Brücke und alles. Und der ist jetzt weg. Ich gehe mal hier schauen, was hier ist. Ist immer so eine tolle Idee, ist einfach mal hier irgendwo hinzulaufen, sich zu erkunden. Aber darum geht es ja in dem Spiel. Es geht ja... Ich kann durch den... Okay, ich kann einfach durchgehen. Boah, dieses Wolfsgeheule, ne? Das geht gar nicht. Okay, gehen wir mal wieder zurück. In der Hoffnung darauf, dass es richtig ist. Aber wie gesagt, wir müssen noch ein Landmark müssen wir noch finden. Die Frage ist natürlich nur, wo... Frage natürlich ist nur, wo ist dieser Landmark und wo ist der Zettel, den ich jetzt höre? Der ist bestimmt da oben. 100 pro. Zettel, ich komme, ich komme. Jetzt kann ich dich holen. Wenn ich da hinkomme. Irgendwie.
Irgendwo, irgendwann, irgendwie, irgendwo, irgendwann. La la la. Noch bin ich gut drauf und mach tolle Sprüche wieder. Ja. Ist das vielleicht hier lang? Ja, wir kommen hier nach oben. Das ist bestimmt der Zettel hier, oder? Es hört sich so an, als ob wir näher kommen, den Zettel. Der Sturm hat doch aufgehört. Urplötzlich, komischerweise. Ja, hier sind wir richtig. So, was haben wir denn hier? Ein Auszug aus der Zeugenaussage von Boris W. Ein 5-jähriger Junge, der womöglich der unbekannten Energie ausgesetzt war, die den Tod von 12 Personen im Waldimir-30-Komplex verursacht hatte. Boris W. Ich habe sie in meinem Traum gesehen. Sie haben mich dieselben Dinge gefragt, die sie mich jetzt fragen. Derselbe Mann stand hinter ihnen. Dr. Grigor Antrowicz. Boris, hinter mir steht niemand. Es ist niemand hier. Boris W., Sie irren sich, Dr. Grigor Antrowicz. Der Mann bietet mich, ich sollte Ihnen sagen, dass die Welt in dem orangenen Licht viel schöner ist. Und er bittet Sie, sich Kammer Nummer 7, Abteilung 22 anzusehen. Ich hoffe, wir werden diese Kammer nie sehen. Dr. Grigorowicz Antrowicz, woher weißt du das alles, Boris? Hat dein Vater bei uns gearbeitet? Nein, Grigor, du Scheißkerl. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie du Menschen zum Auge Gottes gebracht hast. Ich habe gesehen, wie ihr Haut verbrennt und ihre Arme verdreht werden. Ich habe die Albträume gesehen, die es ihnen den Kopf geplatzt hat. Denkst du wirklich, niemand würde etwas davon wissen? Du denkst, niemand hätte überlebt? Er hat es uns gezeigt. Ende des Eintrags. Alter Schwede, verdrehte Arme, zerplatzte Köpfe. Ich will diesen... Die Kammer will ich niemals sehen. Ich hoffe, wir werden diese Kammer niemals sehen. Ich hoffe. Aber wo ist dieser eine letzte Landmark, den wir noch brauchen? Das wird verdammt schwierig, den letzten Landmark zu finden. Weil, die Karte ist so riesig. Wo geht's denn hier hin? Okay. Na, sterben möchte ich jetzt noch nicht. Noch sind wir ja gut durchgekommen. Wir sind ja noch nicht gestorben. Ne? Das passt alles sehr, sehr gut. So, warte. Wir kamen auf jeden Fall von... Da ist der große Platz, ne, oder? Zeige mir den Platz. In der Kneipe. Und hier war auch der Typ am Rumlaufen, der jetzt komischerweise verschwunden ist. Oder auch nicht. Ich will es nicht vorwegnehmen. Es kann natürlich auch sein, dass er auf einmal wieder auftaucht. Die Frage ist nur, wo sollen wir jetzt hin? Und die Frage ist, wo sind wir jetzt? Weil wir laufen ja im Prinzip jetzt wieder... Da ist die Kirche. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. So, wir sehen quasi jetzt die Kirche, ne? Und den Sendemast. Und haben jetzt einen Zettel eingesammelt. Das könnte hier gewesen sein. Das könnte aber auch hier gewesen sein. Weil wir sehen jetzt die Kirche und den Sendemast. Das könnte hier sein, wo wir jetzt waren. Und stehen jetzt wahrscheinlich hier irgendwo oder hier irgendwo. Nur die Frage ist, wo ist dieser letzte Landmark, ey? Der letzte Landmark kann auch hier sein. Ne, Moment, warte mal. Wir haben ja hier die Koordinaten, ne? 14, 83. Oh Gott. 14, 83.
Nein, nein, wir müssen in die Höhle. Was? Wir müssen tatsächlich in die Höhle. Willst du mich verarschen? Oh Gott, wir müssen komplett zurück. Wir müssen in die Höhle. Nein. Da wollte ich eigentlich nie wieder rein. Ich hoffe, wir kommen jetzt zurück irgendwie. Um Gottes Willen. Wisst ihr, was das heißt? Das war die Höhle von diesem ekligen Vieh oder von diesem... Oh Gott, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur allein dran denke. Alleine dran zu denken, dass wir da lang müssen. Oh, da läuft mir schon kalt den Rücken runter. Apropos, wollte ich nochmal schnell in die Option gehen. Ich entschuldige mich nochmal kurz dafür. Ich wollte nochmal die Helligkeit doch nochmal ein bisschen so auf 13 machen. Und ist doch ein bisschen dunkel zwischendurch gewesen. Vielleicht schon ein bisschen besser. Ich hoffe, wir kommen hier zurück.